Heute möchte ich euch eine Firma zeigen, die in meiner Punktebewertung 23 von 30 Punkten hat, was wirklich sehr gut ist, die mehr Cash auf dem Bankkonto hat, als die ganze Firma an der Börse kostet, Free Cashflow zu Börsenwert über 30% und trotzdem werde ich die Aktie nicht kaufen. Warum und worauf ich bei der Aktienbewertung achte und worauf auch ihr achten solltet, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Ich möchte euch heute nicht nur eine Aktienanalyse präsentieren, sondern auch nochmal zeigen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr Aktien bewertet oder wenn ihr vor einer Kaufentscheidung steht. Ich fange heute mal andersrum an, nämlich sehen wir jetzt mal hier schon die Bewertung, die eigentlich immer am Schluss des Videos kommt. Die Firma, um die es geht, ist Vimeo. Die machen Geräte für zu Hause, zum Beispiel Saugroboter und Staubsauger. Das kann man auch sich bei Amazon anschauen. Das wollen wir jetzt hier mal tun. Übrigens mal vorab, die Aktie ist im letzten Jahr um 82% gefallen, was für mich attraktiv erstmal ist. Attraktiv nicht, weil sie um 82% gefallen sind, aber attraktiv zur Analyse, wenn die restlichen Daten stimmen. Manche haben ja FOMO, die Aktie steigt und sie wollen unbedingt dann kaufen. Ich habe FOMO, wenn die Aktie stark fällt. Deswegen habe ich jetzt auch Fresenius gekauft, habe ich im letzten Video schon mal erwähnt. Mal hier zurück zur Aktie. 102 Millionen Market Cap im Moment durch die minus 5% heute sind sie bei ungefähr 100 Millionen Market Cap. Das ist wirklich wenig. Jetzt sage ich wieder das Bass-Stichwort, wo wahrscheinlich 10% abschalten. Das ist ein chinesisches Unternehmen und die machen zum Beispiel eben hier solche IoT-Geräte. Die haben sogar bei Amazon, ich meine, das ist nichts Besonderes mehr. Trotzdem haben sie dort einen Viomi Store, wo es eben verschiedene Sachen gibt. Zum Beispiel könnt ihr hier sehen, Saugroboter, Roboter. Wenn wir dort auf die Amazon-Bewertungen schauen, zum Beispiel mal hier bei den Saugrobotern, dann sind die wirklich gut. Von daher, wir machen mal hier jetzt irgendeinen V2 mit Wischfunktion. Es gibt ja jetzt hier verschiedene, man kann auch mit der Maus drüber gehen. Also hier, 314 Bewertungen, 4,5 Sterne, kostet 330 Euro. An sich ein gute Produktbewertungen. Und ich denke, gute Produkte. Jetzt gibt es hier natürlich die Unternehmenswebseite Investors Relation Home. Und da könnten wir uns jetzt hier zum letzten Quartal die Unternehmenspräsentation anschauen. Die habe ich auch schon mal aufgemacht. Da gibt es jetzt leider nicht sehr viel Interessantes an Finanzkennzahlen. Das ist übrigens normal bei solchen Präsentationen. Die Präsentation dient mir jetzt in der Analyse eher dazu, einen allgemeinen Überblick erstmal zu bekommen, ein paar Sachen auch einfach grafisch zu sehen oder hier Produktbilder. Zum Beispiel jetzt hier die Bruttomarge, die ist jetzt gestiegen im Jahresvergleich 26% als einzelne Kennzahl. Bringt mir das ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Auch solche Angaben wie hier Cash Assets, das schaue ich mir alles in der Bilanz an. Ich will das hier nicht einzeln sehen, weil ich es nicht bewerten kann. Was man hier jetzt aber schon sieht, Revenue Breakdown by Channel, Related Party Business, die machen hier auch eine Kooperation mit Xiaomi, die ihr sicherlich kennt, die auch Handys, Saugroboter, IoT-Geräte machen. Das ist eine Parallele zu Zepp Health, die ich in meinem Depot habe, auch eine chinesische Aktie, die macht Amazfit. Diese Armbänder hatte ich schon mal ein Video dazu gemacht. Also hier sogar eine ähnliche Firma. Trotzdem werde ich die nicht kaufen und wir kommen dann gleich dazu, warum. Vorher schauen wir uns die aber hier nochmal an. Hier haben sie nochmal ein Breakdown, IoT at Home Portfolio, Home Water Solutions. Sie haben ja auch, glaube ich, verschiedene Produkte, die nicht alle zum Beispiel in Deutschland kaufbar sind. Liquidity Position. Alles in der Bilanz anschauen. Number of Cumulative Household Users, also wie viel das benutzen, 7 Millionen. Das sind natürlich immer sehr attraktive Zahlen, die aber auch hier in China zustande kommen, also die leicht in China zustande kommen bei der großen Bevölkerung. Sie haben ja Patente, das ist alles natürlich interessant. Ansonsten vielleicht hier nochmal zur Entwicklung. 2014 ist die Firma gegründet, also es ist jetzt kein IPO, den es seit 6 Wochen gibt. Sie haben schon dort eine Historie, können wir uns dann auch gleich nochmal an den Umsatzzahlen anschauen. Ansonsten gibt es jetzt hier in dem Bericht nicht wirklich viel zu sehen. Und wenn wir jetzt schon hier bei den Umsatzzahlen sind, dann schauen wir jetzt auch mal hier bei Seeking Alpha in die Financials. Und das tun wir dann auch noch im Geschäftsbericht. Aber ich fange jetzt mal hier an der Stelle an.
um dort einfach nochmal die Umsatzentwicklung zeigen zu können. Und die ist wirklich gut. 2016 hier 45 Millionen Umsatz, dann konnte das immer weiter gesteigert werden. Im Corona-Jahr fast 900 Millionen, in den letzten 12 Monaten 750. Das ist nicht wirklich schlecht. Was ein bisschen ein Problem ist, in den letzten 12 Monaten haben sie einen leichten Verlust gemacht von 2 Millionen. Im Jahr 2021 waren es 14 Millionen Gewinn. Die habe ich auch hier in die Aktienbewertung reingenommen. Deswegen ist das hier mit Kommentar, wie es hier steht, in den letzten 12 Monaten war es minus 1,8 Millionen. Deswegen ist hier das KGV von 7 das von 2021 und nicht wirklich das letzte, weil dort hätten sie ein negatives KGV, weil sie keinen Gewinn gemacht haben. Was an der Aktie jetzt attraktiv ist, ist die Eigenkapitalquote. Free Cashflow zu Fremdkapital ist mit 15% okay. Sie zahlen keine Dividenden, machen ein bisschen Buybacks. Deswegen zahlen sie hier so gut wie nichts aus, was ich gut finde. Sehr gute Geschäftsentwicklung. Kurs-Umsatz-Verhältnis 0,1. KGV 7. Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,4. Und das Sahnestück Free Cashflow zu Börsenwert 32%. Sie machen einen Free Cashflow von 33 Millionen. Die ganze Firma kostet im Moment ungefähr 100 Millionen US-Dollar. Damit kommen Sie hier auf die 23 Punkte. Und was ist denn jetzt das Problem, auf das ich hier anspiele? Es gibt hier sicherlich noch Kontrathemen wie bis 2019 war es eine starke Verwässerung. Das müssen wir uns jetzt hier nochmal anschauen. Wir sind schon im Income Statement. Und zwar schaue ich auf die Diluted Weighted Average Shares Outstanding. Die sind zum Glück in den letzten oder seit 2019 eher gleich. Das sind es waren es 72 Millionen Aktien, jetzt sind es nur noch 70 Millionen, haben leicht zurückgekauft. Aber 2016 waren es 4 Millionen, also da gab es eine extreme Verwässerung. Ich gehe jetzt mal davon aus, um dort einfach Kapital zu generieren. Und wenn das jetzt in der Phase ist vom Unternehmen, wo sie ja Gewinn machen, ist das ja eigentlich nicht weiter notwendig. Von daher jetzt für mich hier kein großes Problem. Übrigens habe ich mir mal angeschaut, den Firmenwert. Und zwar Enterprise Value, das rechnet man ja so, Marktkapitalisierung, das ist hier übrigens noch falsch, das war die alte Market Cap. Also müssen wir hier nochmal was abziehen. Entschuldigen Sie. Also 102 Millionen, man rechnet das Fremdkapital dazu, das sind 227 Millionen und zieht nochmal das Cash ab, das sind 207 Millionen, kommt 122 Millionen raus. Ihr könnt mir ja gerne mal helfen in der Community. Schreibt mal in die Kommentare Enterprise Value. Es heißt ja, ich habe es auch hier nochmal stehen von Investopedia, das muss jemand bezahlen, um die ganze Firma zu privatisieren. So ist etwas der Grundgedanke. Das heißt, ich zahle die Market Cap, kaufe alle Aktien. Dass dann natürlich ist, der Preis ändert, wenn ich jetzt massiv kaufe, ist ein anderes Thema. Deswegen ist das sowieso reine Theorie. Ich muss das komplette Fremdkapital bedienen. Das sind die 227 Millionen, die werden dazu gerechnet. Und ich kann aber das Cash abziehen, weil das gehört mir ja dann, das kann ich ja verwenden, um zum Beispiel das Fremdkapital zurückzuzahlen. Also Enterprise Value jetzt hier, sagen wir mal 122 Millionen, die Market Cap ist 100 Millionen. Jetzt mal meine blöde Frage. Und was sagt mir das jetzt? Was bringt mir das? Also ich habe bisher nicht verstanden, was mir Enterprise Value bringt in der Aktienbewertung oder in der Kaufentscheidung oder in irgendwas, weil es für mich einfach unnötig ist oder ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, wenn ich weiß, was es kosten würde, die ganze Firma zu privatisieren. Klar kann man jetzt sagen, wenn das EV vielleicht deutlich höher ist als die Marktkapitalisierung, heißt das dann, dass es ein Übernahmekandidat ist. Also bitte schreibt mir mal was in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Jetzt mal hier zu der Frage, jetzt endlich, was ist hier los und warum kaufe ich die nicht? Also, wir gehen mal auf die Investor Relations Seite. Wir haben uns das jetzt hier angeschaut und die sind am Nasdaq notiert. Und über die Financial Information und hier den Annual Report kommen wir dort in das SEC-Dokument. Und das würde ich mir jetzt hier nochmal anschauen. Und dort ist nämlich das Interessante drin. Also, wir haben hier 189 Seiten und wir fangen mal an. Nee, wir fangen mal anders an. Wie würde ich jetzt hier schauen? Also bei chinesischen Aktien oder generell interessiert mich, wer sind die Shareholder? Also wem gehören große Teile der Firma? Da schaue ich hier ins Inhaltsverzeichnis. Da muss man ein bisschen schauen. Das ist immer an verschiedener Stelle, aber irgendwo gibt es Major Shareholders. In dem Falle
Item 7, Major Shareholders and Related Party Transactions, Seite 102. Ich kann direkt draufklicken und hinspringen. Und typisch für hier chinesische Aktien, die in den USA gelistet sind, please refer to Item 6, Directors, Senior Managers and Employees. Da wird die grüne Ampel schon gelb, weil ich dann meistens schon weiß, was passiert. Also wir gehen jetzt hier mal zurück zu Item 6. Da gibt es hier verschiedene Sachen. Gehen wir mal weiter zurück. Hier gibt es noch Infos zum Aktienrückkaufprogramm. Item 6. Directors in Senior Management. Also Xiaoping Chen ist hier der Founder, Chairman of the Board of Directors and CEO. Also ein Mann mit viel Macht, 47 Jahre. Jetzt gibt es hier verschiedene Informationen, zum Beispiel zu Aktienrückkaufprogramm. Und hier steht zum Beispiel Ende 2021, other employees as a group held outstanding options to purchase 21 million ordinary shares of the company. Es gibt ja insgesamt 72 Millionen, übrigens für 78 Cent pro Stück. Es gibt hier also Aktienoptionen, die ja aber bei diluted average shares outstanding mit inbegriffen sind, ist jetzt für mich nicht das große Problem. Wir haben ja vor uns die Zahl schon gesehen. Also hier ist viel mit Aktienoptionen, wird hier gearbeitet. Das ist aber jetzt nicht das Riesenproblem. Übrigens hier interessant bei den Employees, die haben ungefähr 1500. Großteil in Research and Development, Manufacturing, Sales und Marketing, fast 500 Mitarbeiter. Das ist natürlich schon extrem. Und jetzt kommen wir hier mal zum interessanten Teil, Share Ownership. Und da gibt es hier einen schönen Text und dann gibt es eine Tabelle. Und diese Tabelle kommt mir bekannt vor, denn wie gesagt, es sieht bei einigen chinesischen Unternehmen, die am Nasdaq gelistet sind, so aus. Und hier können wir sehen, dass als Person Xiaoping Chen 60,7% der Voting Power hat. Er hat 34% der Shares, hat aber 61% Voting Power. Und das ist auf die Person bezogen und die Principal Shareholders, also über Firmen, sind Viomi Limited 59,6% und Red Better Limited 30%. Das heißt, diese beiden Firmen haben zusammen das absolute Voting Power über das Unternehmen. Es gibt hier also einen geringen Free Float. Also Free Float heißt ja normale Kleinanleger, die unter 3% haben. Und hier in den Nummern kann man jetzt noch mal was dazu nachlesen. Die Viomi Limited ist wholly owned by Mr. Xiaoping Chen. Das heißt, es sind hier nicht 60% plus 60%, sondern in den 60,7%, die er persönlich hält, das hält er hier vorwiegend über dieses Viomi Limited, über eine Firma. Die sind hier alle sonst wo registriert. British Virgin Islands, also alles Steuersparmodelle. Und Red Better Limited, Fußnote Nummer 4, kann wir auch nochmal schön nachlesen. Red Better Limited is wholly owned by Fast Pace Limited, auch immer schöne Namen. A British Virgin Islands Company wholly owned by Xiaomi Corporation. Das finde ich ja nicht schlecht. Die produzieren ja hier auch für Xiaomi. Dann dort, dass Xiaomi 30% dort Anteile hat, finde ich nicht so schlimm, aber hier wieder über verschiedene Firmen, British Virgin Islands und so. Das ist jetzt der Grund und da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Aus meiner Sicht, schaut euch hier vor allen Dingen bei chinesischen Unternehmen, aber auch generell die Aktionärsstruktur an. Ich habe es jetzt erlebt bei Razer letztes Jahr, was dort passiert ist. Der Gründer und CEO hat dann mit Kapitalfirmen, KKR und solche Freunde, die auf Privatisierung auch spezialisiert sind, haben sie jetzt Razer in Hongkong von der Börse genommen, wollen sie in den USA neu listen, einfach um mehr Geld zu verdienen. Das fand ich nicht gut, das wurde getrieben vorwiegend von dem, der dort die absolute Mehrheit hat. Er hatte, glaube ich, 30% oder 40% von den Voting Rights, hatte noch seinen Freund, der hatte 20% oder 30%. Damit war die Sache eigentlich entschieden. Und hier ist es genauso. Bei so einer Firma seid ihr 100% abhängig von Xiaoping Chen. Der sagt, was mit Dividenden ist, ob es welche gibt oder nicht.
Der sagt, wie hier die Unternehmensstruktur ist. Der kann morgen die Firma schließen oder in ein anderes Land verlegen. Neues Steuersparmodell. Also man ist hier abhängig. Und wir sehen auch an Aktienoptionen, dass meistens dort die Leute natürlich viel Geld generieren, auch durch ihre Aktienoptionen. Und die Aktionäre sind vielleicht die Leidtragende. Wir haben ja vorhin gesehen, die 21 Millionen Stück an Aktienoptionen zu einem durchschnittlichen Kaufkursoption von 78 Cent. Die Aktie ist jetzt, obwohl sie 81% gefallen ist, dieses Jahr immer noch bei $1,61. So, das heißt sehr günstige Aktienoptionen. Und das ist ein Grund, oder das ist genau der Grund, warum ich jetzt auch in der unruhigen und sehr volatilen Marktphase jetzt nicht hier noch in so ein Unternehmen investieren möchte. Denn ich habe bereits so eins, und zwar habe ich nochmal nachgeschaut, hier bei Zepp Health, die hatte ich euch ja schon mal vorgestellt, die haben genau, also nicht genau das gleiche, aber eigentlich eine ähnliche Struktur. Und da können wir jetzt hier auch nochmal reinschauen, das ist auch Item 7, Major Shareholders, da steht auch, bitte in Item 6 gucken. Und da wissen wir schon, was uns jetzt hier erwartet. Da können wir nochmal in die Tabelle schauen. Und lustigerweise sieht es hier ähnlich aus. Der CEO Wang Huang hat hier 63%, unter anderem hier über irgendeine Holding. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Also ich habe schon eine Firma, die so eine Strukturen hat, solche Strukturen. Das reicht mir. Ich möchte hier in diese nicht investieren, weil auch in der aktuellen Marktphase mein Fokus mehr auf Blue Chips ist, die man hier fürs Langfristdepot einsammeln kann. Und diese Aktie würde ich jetzt weglassen, eben aufgrund der Struktur. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr sagt, du hast aber auch Alibaba, die sind auch auf den Cayman Islands und so. Das ist alles richtig. Ich sehe aber dort trotzdem bei den großen chinesischen Firmen wie Tencent, Pingen und Alibaba, Pingen ist sowieso ein Sonderfall. Da gibt es auch A-Aktien auf Festlandchina für mich in etwas Sicherheit, als wenn es jetzt wie zum Beispiel bei Alibaba dort nur Hongkong- und ADR-Aktien gibt. Aber ich bin jetzt hier raus. Ich kann euch empfehlen, achtet auf sowas. Schaut immer in die SEC-Berichte, wenn sie in den USA gelistet sind. Sucht dort einfach, schaut euch dort die Bilanz an, guckt dort auf die Aktionärsstruktur und dann müsst ihr selber entscheiden, wollt ihr das machen oder nicht. Ich sage nicht, dass es tun oder nicht zu tun ist, ein Fehler ist, sondern einfach bewusste Entscheidungen treffen und dann wird alles gut. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den YouTube-Kanal, schaut mal auf Instagram vorbei. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal.